Präsident, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei uns zu Hause heißt das Lubi Bratsia Sotre, was wird am Horika? Witajcie k nam. Przed 25 letami jest Europejska Karta za regionalne, a menšinowe rzeczy przed powoziwa. My z tym su 25 stato tutun podpisali. Niemski stat bische jeden sprenich. Tak su w niemskiej rzeczy autochtonskich menšinu, a tež delno niemszczyny jako regionalne rzeczy nie przypoznate. Serbska rzecz wysok domu susza. Meine Damen und Herren, so klingt es auf Sorbisch, wenn ich die gesetzliche Grundlage für unsere heutige Debatte in meiner Muttersprache erkläre. Ich spreche heute hier zum dritten Mal an diesem Pult in sorbischer Sprache. Deshalb will ich mich ausdrücklich auch bei Herrn Koschik schon an dieser Stelle bedanken, der durch seine hervorragende, engagierte Arbeit unter anderem auch dazu beigetragen hat, aber vieles andere mehr. Rič je ključ utrobam, heißt auf Deutsch, die Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen. Sopraj so je rič najvažnijši grad politikario. Man sagt, die Sprache ist das wichtigste Werkzeug für uns Politiker. Aber für jeden Menschen ist die Muttersprache das Wichtigste, weil es ist Heimat. Ob er es nun selber zugibt oder nicht, da bin ich ganz mit dem Kollegen Özdemir einer Meinung, es ist Heimat. Sakojstu hat Schwojka ja Märczeschina domisna, hat schon Topschipoznaje, aber nichts. Wir sorgen in der Oberlausitz und in der Niederlausitz, wählen wir auch die wendische Bezeichnung, setzen auf die Bekenntnisfreiheit. Sie selbst entscheiden, ob sie sorbisch-wendisch sind oder nicht. Auf Niedersorbisch heißt dieser Satz, und es ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Sprachen, Wir rosu deutsche Sami, litsche serbska, nimska, serbski, serbska, aber serbski, aber nichts. Wir als sorbisch-wendische Volk haben uns niemals über ein Territorium definiert, sondern immer über die Kulturautonomie. Deshalb ist für uns die Sprache und die Kultur von existenzieller Bedeutung, wie für jedes andere Volk auch. A to las mi na to pokazani, za svoj dvoričnim rume naše je vužiče, serbščina vi za doma v svojbah, v cirkvi, a vasebetiš v zjavni tovašnosti, vuživa a reči. Zato smo si v 25 letach dobri koncept nadživali, po katerem so naše žbobiki, naše pestovanje, a tež v naših šulah mode ljudi serbsce vuknu. Das heißt jetzt, wir sind darauf angewiesen, dass im zweisprachigen Siedlungsgebiet unserer Lausitz Sorbisch natürlich zu Hause in den Familien, in den Kirchen und vor allem aber auch in der Öffentlichkeit gesprochen wird und genutzt wird. Dafür haben wir uns in 25 Jahren eine gute Grundlage, ein gutes Konzept erarbeitet, nachdem in den Kinderkrippen, in den Kindergärten und auch in den Schulen unsere Kinder Sorbisch lernen und damit zweisprachig aufwachsen. Und ich füge an dieser Stelle zu, wenn Sie alle was dafür tun wollen, dass die Demenzerkrankung, eine große Gefahr für unsere Gesellschaft, sich weit nach hinten in Ihrem Lebensalter schiebt, lernen Sie Sorbisch. In der sächsischen Verfassung und auch in der brandenburgischen Verfassung ist festgeschrieben, dass der deutsch-sorbische Charakter des Siedlungsgebietes der sorbischen Volksgruppe zu erhalten ist. Nimsko, serbski charakter, sidlinske teritoria, serbski narodnosti masas džeržic, a to hodla smamilme dvorične tafle, a smitisch na to pokazani, zosa vone korektne pisaja. Und deshalb sind wir auf zweisprachige Beschilderung an Straßen und auch auf Plätzen angewiesen. Nur bei Autobahnschildern haben wir noch Nachholbedarf. Tu mame na zjasko i runine hišće došto džuva. Dass ich heute hier in meiner Muttersprache sprechen kann, ist ein starkes Signal. Das will ich ausdrücklich sagen. Und dass die Bundesförderung für die Stiftung für das sorbische Volk auf sicheren Füßen steht, das ist auch ein starkes Signal. Und zusätzlich stehen finanzielle Mittel für die Digitalisierung unserer Sprache bereit. Und das zeigt,
Tradition und Fortschritt gehören zusammen. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Nitko pak dobisa ješće Europska komisija silniša s menšinovimi naležnostami zabirač, so bi se to poradilo, romađimi runje jen milijon potpismo. Das war in Sorbisch der Aufruf, den Herr Koschik mit dem Plakat gezeigt hat. Nitko pak, also, nitko zog ja ješće rec, so je važne, so mi, stiki, da susodnih kraju, jako wobstat k naszej dziełowości, a wasoby też w wobwoku domowinskiego dziewa, jako wulki wuznam widzimy. Das heißt, die Domowina als die Sprecherin unseres Volkes koordiniert viele, viele engagierte Initiativen in unserer breiten, vielfältigen kulturellen Arbeit, aber sie pflegt ganz intensiv die Kontakte zu unseren Nachbarn, vor allen Dingen zu unseren slawischen Nachbarn. Und diese Kontakte sind ausgesprochen wichtig. Topočmone, kaj gewusnam serbska rič rune vzvisku s našimi svojanskimi susedami ima. Und wer das erleben will, den lade ich jetzt schon in 14 Tagen in die Lausitz ein. Wir werden ein internationales Folklore-Festival haben und dann können Sie die Sorben in all ihrer, in ihrer Kunst, in ihrer breiten Gesanges- und musikalischen Freude und vor allen Dingen in ihrer Trachtenvielfalt und in den Kontakten zu allen Minderheiten und Sprachgruppen der Welt kulturell erleben. Kultur ist international, Sie verstehen alles. Bitte kommen Sie. Sim Česvičina, soje serbska rič Vorožena, to hľadome za to veľa činč, ale ja som tiež přesvedčená, že sa nebude srbská reč zubiť. Ich bin überzeugt, auch wenn die sorbische Sprache bedroht ist, dass sie nicht vergehen wird. Přeju se, so tiež přichodným zaskujem seme srbská reč zaklinči, byrneš tu sama hiža nebudu. Ich wünsche mir, dass im nächsten Deutschen Bundestag die sorbische Sprache auch erklingt, auch wenn ich selber dann nicht mehr hier dabei sein werde. Erlernen kann das jeder. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt ein gesegnetes Pfingstfest. Žanovane sviatke. Vutrobne džak. Herzlichen Dank. Liebe Kollegin Maria.